Meine sehr verehrten Zuschauer und Zuschauerinnen, herzlich willkommen zu einem erneuten Video. Wir spielen heute Hardcore. Ihr habt mir das empfohlen für die Interstellar-Tarnung. Soll ich Hardcore spielen? Das geht viel, viel einfacher und schneller. Und das will ich mal auf die Probe stellen, denn ich bin der festen Überzeugung, dass Hardcore der absolute Krampfmodus ist und ich komplett meine Nerven verlieren werde. Heute habe ich mir zerschmettern. Ich hatte überlegt, die Shotgun zu machen. Da müssen wir noch einiges von machen, weil wir sie haben nicht nur noch nicht einmal benutzt. Und, oder beziehungsweise, ja, Holger 26. Bruder, wie viele Holgers gibt es im Spiel eigentlich? Ich hasse es. Ich hasse es eigentlich. So geil, wie ich MW3 finde, eigentlich hasse ich es auch, ne, muss man sagen. Eigentlich hasse ich es. Und die Leute scheinen Karachi zu mögen. Grüße gehen raus an Kaiser. Der sagt, MW2 Maps, OG, waren goated. Double XP machen wir auf jeden Fall auch an. Wieso kann ich nicht anmachen? Hat Hardcore schon Double XP? Das habe ich gelesen eventuell. Kann das sein? Habe ich das? Ja, da steht doch Doppel-DP. Doppelte Waffen-DP. Ich muss gar keinen Token einlösen. Ja. Und deshalb spiele ich kein Hardcore. Oh, Hardcore ist so ein Krampf, ne? Oh, ich bin jetzt schon sauer. Oh, es muss sein. Ey, Kung Fu. Oh, so Hate. 20 Dislikes nur für die Aktion, John. Scheiße! Was ist, wenn ich mich damit töte? Kriegt dann Babbo? Nein, kriegt er nicht. Ich dachte, vielleicht kriegt er dann auch irgendwann eine Strafe, weil er hatte schon jemanden getötet. Ja, ich mache schon wieder nur Scheiße. Kein Kill für den Onkel. Hasse, hasse, hasse alles. Schlechteste Entscheidung ever. Gut, aber ich will mich jetzt noch nicht aufregen. Ich muss auch erstmal reinkommen. Oh, oh, oh. Okay, Fokus ab, Fokus ab, Fokus ab. Konzentration, Konzentration. Wie kann man freiwillig... Ich reg mich nicht auf. Heute Good Vibes, wir wollten uns nicht aufregen. Ich werde mich... Ich bin aber auch so schlecht, ne? Ich habe auch keine Reflexe, muss man sagen. Oh, hier ist einer, hier ist einer, hier ist einer. Let's go, Comeback. Ich habe mir heute drei Sachen vorgenommen für den Tag, die absolute Priorität haben und die ich nicht weiter vor mir wegschieben möchte. Zimmer aufräumen. Meine ganzen Retourenpakete abschicken und das Video machen. Es ist 1.14 Uhr. Wie viel von den drei Sachen habe ich bisher erledigt? Schreibt es mir in die Kommentare, denn die Antwort bekommt ihr. Ich habe, ja, zweimal was Halbes gemacht. Die Wohnung ist nicht komplett aufgeräumt, um Gottes Willen. Das kann man nicht so nennen. Aber ich habe heute die richtigen Schritte getätigt. Mann, jetzt ist auch mal... Ah, Gott. Ah, zwei volle Mülltüten, Spülmaschine an, Waschmaschine an. Ich hasse alles. GG. So nett aber, ne? GG, wie nett. Also sag mal ehrlich, mit 7 Kills in der Hardcore-Runde, so werden wir maximal leveln. Natürlich nicht, ich bin scheiße in Hardcore. Aber ich werde mich heute in diesem Video adapten. Ich werde alles geben, in Hardcore ein Profi zu werden, so wie ihr es von mir gewollt habt. 7:19. Wieder einmal mit Abstand der Schlechteste in der Runde. Ja, Leute, ich muss mir vielleicht auch einen neuen Berufsweg suchen. Und da kommen wir direkt zur ersten Frage des Tages. Ihr wusstet noch nichts davon, dass es heute Fragen gibt, aber ich habe mir drei Fragen von euch rausgesucht und die beantworte ich. Ich fand das irgendwie ganz cool. Ihr könnt mir gerne immer wieder Fragen in die Kommentare schreiben. Ich screenshotte mir das eine oder andere raus und kann darüber dann in Videos sprechen. Und eine Frage, die ich vom guten Z-Venom Leon, Gamertag, bodenlos, ich raste aus, bekommen habe, der fragt mich, jetzt angefangen mit YouTube, glaubst du, man kann es noch schaffen im Bereich Gaming, in Klammern, ach, weil ich L zeige, zoomt die Kamera ran, das ist ja so schlecht, ne? Hallo, bitte wieder auch rauszoomen. Okay, also, ganz simpel, natürlich kannst du mit YouTube anfangen. Warum sollst du mit YouTube anfangen? Nur wegen dem Spaß und wegen dem Hobby, Videos zu machen. Natürlich gelogen, hinter so einem Hobby steht immer der Wunsch nach Aufmerksamkeit, der Wunsch nach Geld oder was auch immer man sich erhofft. Das ist ganz klar. Ein Hobby kommt nie alleine. Auch Fußball spielen wollen die Leute, weil sie so sein wollen wie Cristiano Ronaldo. Am Anfang können sie sich unter dem so sein wie Cristiano Ronaldo nicht so viel vorstellen. Sie denken halt, oh, viele Fans. Und dann mit 8 Jahren sehen sie, oh, schöne Auto. Mit 12 sehen sie, oh, schöne Frau. Und dann haben sie noch mehr Bock, Fußball zu spielen. Dann verletzen sie sich aber in der Jugend und die Profikarriere wird nichts. Der klassische Verlauf. Ihr kennt ihn alle. Oh, der Spawn. Oh, die Spawns. Aber hier können wir, glaube ich, gut Meter machen. Ja, hier können wir gut Meter machen. Also, was ich damit sagen will, ich will niemanden im Vor... Ne. Was ich damit sagen will, ich will niemanden einen Vorwurf machen, wenn er
auch das natürlich im Hinterkopf hat. Das ist ja ganz klar. Man macht das ja nicht, um zu sagen, ja, mein Ziel ist nur 3 Klicks. Mehr möchte ich machen. Ich möchte es nur für das Video machen. Natürlich, wenn man Videos macht, dann hat man irgendwie das Interesse, sich zu äußern. Und das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Faktor. Man muss was erzählen wollen und man sollte nicht den einzigen Grund haben, halt Reichweite zu bekommen und Fame zu bekommen. Das macht keinen Sinn. Das wird auch euch auf Dauer keinen Spaß machen, denn, ja, bitte Realität, ihr kauft euch das geilste Setup und dann könnt ihr ruhig 100 Videos machen und nach 100 Videos ist immer noch keine Garantie, dass überhaupt 40 Leute einschalten. Gibt's keine Garantie für. Es ist heutzutage nicht schwieriger, das deutet er das so ein bisschen hin, ist es jetzt noch möglich? Ich sag mal so, durch TikTok-Short-Content ist es möglich, zu Reichweite zu kommen, absolut über Nacht. Ob das dann wirklich eine Community ist, die dir zuhört, Kuss fürs Killen, aber ist in Ordnung, ich habe heute auch schon meine Ehre verloren. Nochmal killen? Na gut, Männer, wann tötet ihr die Gegner? Das frage ich mich jetzt nur noch. Ob die Zuschauer dann dich länger verfolgen und ob du daraus dann eine Selbstständigkeit oder was weiß ich entwickeln kannst, das ist natürlich die Frage, die sich mit der Zeit stellt. Aber wenn ihr kreative, lustige Ideen habt, könnt ihr über Nacht viral gehen. Es geht über TikTok. Es ist keine Garantie und es ist alles andere als einfach. Aber ich glaube, und jetzt kommen wir zur Sache, Call of Duty, so wie ich es jetzt hier auf YouTube mache, wird nicht das große Sprungbrett zum wahnsinnig erfolgreichen Social-Media-Auftritt sein. Das war mal so und das wird eventuell auch in Phasen wieder so sein, wenn COD wieder im Hype ist oder ein anderes Spiel kommt. Aber jetzt aktuell ist es nicht ausgeschlossen, aber unrealistischer. Ich glaube, da ist Streaming viel eher der Punkt. Für Streaming brauchst du auch nicht so viele Zuschauer, um, wenn wir jetzt übers Geld reden, um das davon auch irgendwie leben zu können, um da irgendwie, oh, das ist halt dann auch wieder satisfying sowas, um davon dann auch die ersten Erfolge zu feiern. Ich sag halt so, wie es ist, mit YouTube Geld zu machen. Du musst 500.000 Klicks machen, echte Klicks, nicht irgendwelche Shorts-Klicks. 500.000 Klicks, wo die Leute aber auch 10, 15 Minuten im Durchschnitt die Videos schauen, um, ich habe euch ja die Zahlen genannt, um 2.500 Euro zu verdienen. 2.500 Euro habe ich schon mal gesagt, unterschätze ich nicht und sage, das ist kein Geld, aber in der selbstständigen Welt mit den ganzen Dingen, die man zahlen muss, mit der Krankenversicherung, mit den Steuern und den Mäuern und allem anderen, bleibt da einfach nicht wirklich viel übrig, muss man ganz ehrlich sagen. Klar, da gibt es Partner, es gibt Placements und so weiter und so fort, aber YouTube-Klicks alleine reichen nicht aus. Und ich meine, 500.000 Klicks, da musst du entweder richtig hohe Reichweite schon haben im Bereich 50, 60, 70, 80, 100.000 Zuschauern im Schnitt und dann regelmäßig 2-3 Mal die Woche hochladen. Oder du machst dich zum Hund wie der Onkel und lädst jeden verfickten Tag ein Video hoch und kriegst absolute Wahnvorstellungen irgendwann. Ich übertreibe mal, ne? Aber von den YouTube-Klicks alleine wirst du nicht leben können. Das vor allem nicht langfristig. Man muss es ja immer langfristig sehen. Ich weiß auch, dass ich diese Scheiße hier nicht noch 5 Jahre machen kann. Das geht gar nicht. Da ich in 5 Jahren noch Videos mache, ist sehr realistisch, aber sicherlich nicht den Content, den ich hier gerade mache, auf täglicher Frequenz. Das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Und ich muss für meinen Teil sagen, da ich das jetzt so lange mache und ich auch weiß, so tatsächlich, wir reden jetzt komplett offen über alles und das ist in keinster Form bemängeln oder irgendwas. Ich fühle mich nicht schlecht in dem, was ich hier mache. Ich bin sehr froh über die Leute. Ich meine, ich lade jeden Tag ein Video. Jeden Tag 20 Minuten. Und wenn man mal 3-4 Tage nicht auf YouTube ist und dann wieder auf YouTube kommt, dann hat der Onkel in der Zeit 4 mal 20 Minuten hochgeladen. 20, 40, 60, 80 Minuten. Da wollten wir nochmal nachzählen, ob da auch richtig gerechnet wurde. 80 Minuten Gebabbel. Und ja, das macht Spaß, auch zuzuhören. Und ist auch interessant, sonst würden sich das nicht auch Tausende von Menschen anschauen. Aber ich erzähle nicht die Welt. Es ist nicht absolutes High-End, Fast-Paced, Netflix-Entertainment, Mr. Beast-Entertainment. Und dementsprechend schalten dann auch die Leute ab. Es ist ganz simpel. Ich kenne das ja selber von mir. Man muss im Flow sein, man muss im Flow sein. Dann schaut man und immer wieder. Und wenn man einmal aus dem Flow raus ist, ist es schwer wieder einzusteigen. Vor allem, wenn man dann nach einer Woche, nach 2 Wochen wieder auf den Kanal guckt und es ein 14 neue Videos, 25 Minuten da. Ja, Bruder, das alles aufzuarbeiten, halt die Fresse. Dann pickt man sich vielleicht nur das raus, was einem interessiert vom Titel. Und deshalb bin ich so stolz über die 15.000 bis 25.000, 30.000 Leute, die wirklich jeden Tag einschalten. Das ist komplett geil für mich. Und das ist absolut,
absolut engste Community. Also ich meine, diese 20.000, 30.000 Menschen, ne, wie gesagt, manche schauen, es schauen ja nicht jedes Video, aber wenn man jetzt mal guckt, das kann ich jetzt sogar direkt mal live gucken, ich werde es euch nicht einblenden, weil ich keinen Bock drauf habe. So ehrlich müssen sein. Wenn man jetzt mal guckt, in den letzten 28 Tagen haben auf dem Kanal, es gibt 90.000 unterschiedliche Zuschauer und 76.000, die immer wieder reinschauen und dann wieder, ne, also 76.000 Menschen. Nimm mal von den 76.000 Menschen 30.000 bis 50.000, die kennen mich besser als ich mich selber. Die wissen so viel über mich, das ist absolut crazy Community-Bindung und darauf bin ich stolz. Ich hole gerade sehr aus mit der Frage. Mich würde es aber auch reizen, und das habe ich euch auch schon mal genannt und das möchte ich auch machen, mich neu zu entdecken und einen neuen Weg einzuschlagen. Der Weg wird nicht von heute auf morgen kommen, aber ich habe auch Bock, das zeige ich ja auch immer wieder auf Johnny, auf dem Kanal. Klar, es gibt hier immer noch viel Call of Duty, weil Call of Duty einfach auch für mich einfach ist zum Bearbeiten. Ich kann ein bisschen zocken, ich kann ein bisschen labern, das geht schnell. Ich muss euch auch nicht jedes Mal davon überzeugen, das Video anzuklicken, weil Call of Duty schon so eine gewisse Anziehung hat. Bro, wenn ich jetzt jedes Mal nur Animal Crossing spielen würde, Leute sagen zwar, John, ich schaue alles bei dir, aber nein, das habe ich schon auch oft gesehen, dass wenn ich dann mal FIFA spiele, wenn ich dann mal, keine Ahnung, League of Legends spielen würde, dann würden bestimmt 30-40% abspringen. Ist aber auch in Ordnung. Aber es ist für mich halt auch entspannt. Ich liebe immer noch Call of Duty. Es macht mir Spaß zu zocken, hin und wieder und dabei ein bisschen zu labern. Aber so eine ganz andere Richtung, Real Life, reizt mich auch. Das habe ich ja auch schon mal gesagt. Es reizt mich nochmal, was anderes auszuprobieren. Auch nochmal den Onkel mehr Leuten zu zeigen, als nur meiner, nur, nicht falsch verstehen, meiner Core-Community, die sich hier täglich dieses Gesabbel anhören. So, deshalb, ey, jetzt nochmal von vorne anfangen mit YouTube. Ich hätte voll Bock drauf. Es ist frustrierend, wenn du hunderte Videos machst und keine 20, 30 Aufrufe machst. Das ist maximal frustrierend. Und man sollte nie denken, yo, irgendwann kommt der Durchbruch. Irgendwann erwähnt mich ein YouTuber, irgendwann habe ich die Connection, irgendwann passiert das von alleine. Das kann natürlich sein, aber ich meine, es gibt so viel Content im Internet, dass genau dein Content dann irgendwann viral geht oder irgendwann Leute daran Interesse finden. Ganz zufällig ist das ein Gegner? Ist relativ unrealistisch, ich glaube, ich schieße aber mal. Das hat er bezahlt gemacht. Ist relativ unrealistisch. Deshalb rede ich davon, man sollte nicht auf Krampf alles dafür tun, um irgendwie Fame, was auch immer zu werden, aber man muss das Glück auch ein bisschen erzwingen und halt sich immer wieder auch neue Pläne schmieden und Gedanken machen, wie man vielleicht neue Leute erreichen kann. Das ist so ein bisschen das, wo ich auch in Zukunft wieder mehr angreifen möchte, denn ich spreche darüber, dass ich eine Core-Community habe, aber die Core-Community bleibt. Es kommen keine neuen Leute dazu, da der Content in der Länge, 25 Minuten, die Titel, das, was ich spiele und wie das Ganze aufgebaut ist, jetzt nicht dafür sorgt, dass neue Leute denken, ja, dem Fremden, dem höre ich jetzt mal zu bei dem YouTube-Titel, da muss ich jetzt durch. Das ist total unaussagend. Niemand würde danach auch so suchen. Das ist jetzt kein interessanter Inhalt per se. Also ich stehe hinter dem Inhalt, denn ich habe das 25-Minuten-Video gemacht. Aber ihr wisst, was ich meine. Das ist hier so ein bisschen Tagebuch. Und wer mich schon irgendwo her kennengelernt hat, über meinen anderen YouTube-Kanal oder über andere Formate oder so weiter und so fort, der nimmt an diesem Tagebuch teil. Aber es kommen keine neuen Leute zum Tagebuch hinzu. Und wie gesagt, ich hätte nicht 150 plus Videos am Stück gemacht, wenn ich das sehr störend finden würde. Aber neue Einflüsse, neue Reize sind doch immer was Schönes. Und deshalb zur Frage zurück, ja, auf YouTube kannst du immer noch was reißen. Ich glaube jetzt nicht mit 25 Minuten, da muss ich jetzt durch. Das, ohne jemals einen Zuschauer gesammelt zu haben, keiner klickt das 25-Minuten-Video an. Kein Mensch. Auch wenn du schon 10.000 Abonnenten hast oder 50.000 oder ich mit meinem anderen Kanal über 180.000 sogar. Bruder, 180.000, ich vergesse es manchmal. John Rage hat über 180.000 Abonnenten. Aber dass jetzt jeder dann sich denkt, oh, jetzt muss ich mir mal das angucken, ist Quatsch. Jeder hat sein eigenes Leben. Es gibt tausende Möglichkeiten, sich im Internet zu berieseln. Es gibt Fußball, es gibt Netflix, es gibt YouTube, es gibt Shorts, es gibt Instagram, es gibt TikTok, es gibt Twitch, es gibt tausende Creator auf jeder Plattform. Alle geben auch alles, um dich zu erreichen, um dein Interesse zu erwecken. Es gibt schon eine große Konkurrenz. Aber
wenn einem, wie gesagt, nicht das Wichtigste ist, Fame und Geld zu bekommen, als Priorität Nummer eins, dann kann man auf jeden Fall auch den Ehrgeiz entwickeln, es noch zu schaffen auf Social Media. Und ich kann aus meiner Erfahrung sprechen, ja, es sind viele Kopfschmerzen und Dinge, wo du alles verflohst und Dinge, wo du denkst, Müll, Müll, Müll. Aber es ist auch schon ultra geil. Es ist auch schon ein absoluter Traumberuf und hat so viele coole Vorteile. Und ich würde es nicht rückgängig machen, sage ich mal so, wie es ist. Auch wenn ich diese Aktion hier rückgängig machen würde, weil wie ich da reingesprungen bin, kannst du komplett knicken. So, das war die erste Frage. Sehr, 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 sehr ausführlich erzählt, beantwortet. Aber das, ja, war halt so. So, nächste Frage. Jetzt kommt eine zweite und jetzt kommt eine persönliche dumme Frage. Okay, Bodycount. Onkel John, was ist dein Bodycount? Fragen mich viele, Spaß. Fragen mich nicht so wirklich viele. Und habe ich auch nie vorgehabt, über hier das im Internet darüber zu reden. Oder ich kann euch jetzt auch mal schon mal spoilern. Nein, ich hätte die Zahl nicht nennen. Ich weiß sie jetzt auch, glaube ich, nicht, weil es so viele waren. Spaß beiseite. Aber ich glaube, vierstellig ist es noch nicht. Ja, es ist ein Scherz. Es war ein schlechter Scherz. Es ist auch nicht dreistellig. Es ist auch nicht in der Nähe von dreistellig. Jeder, wie er möchte. Jeder, wie er kann. Aber ich nehme nicht alles mit, was bei drei auf dem Baum ist. Und ich bin auch nicht George Clooney und jedes Topmodel wirft sich um meinen Hals. Gerade bin ich überhaupt nicht im Dating-Plattform-Grind. Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Tatsächlich habe ich erzählt von einer Dame, die ich bei Edeka angesprochen habe. Wir haben uns einmal getroffen, danach nie wieder. Wir haben uns nie wieder getroffen. Ich habe mich mit einer ein bisschen öfter getroffen, aber irgendwie war das auch nur kompliziert und ich musste mir auch andauernd Vorwürfe machen, dass ich egoistisch sei oder irgendwas und dann schreibt sie mir trotzdem, es war es nicht wert und auch für sie war es nicht wert. Ich meine, mein Gott, wir müssen es auch nicht vormachen. Ich date niemanden und ich bin auch nicht konkret auf der Suche. Ja, den einen oder anderen Naschi nimmt die Plattform da durchzuswipen, es ist einfach anstrengend. Ne, mit Edeka ansprechen und so, das ist schon der erste Schritt gewesen. Und wenn man sich das immer wieder mal traut, im Moment, wo man wirklich das fühlt jetzt, dann ist es sehr nice und dann braucht man diese ganzen scheiß Dating-Plattformen nicht und das kommt auch viel cooler für die Frauen, wenn du wirklich nett, sympathisch ansprichst und dann auch nicht butthurt bist, wenn sie sagt, nee, kein Interesse oder Freund oder was weiß ich. Das ist doch vollkommen in Ordnung. Ich verstehe das total. Es ist absolut die Überwindung. Ich finde es furchtbar. Ich finde es unfassbar ätzend. Ich hasse alles. Aber wenn man es mal gemacht hat und so, dann fühlt man sich danach eigentlich immer gut. Und das ist so eine absurde Win-Win-Situation. Denn beispielsweise, ich spreche 5 Mädels an, 4 geben mir einen Korb, eine sagt, hier ist meine Nummer, mit der treffe ich mich. Alle 5 Male war es ein Erfolg. Alle 5 Male habe ich mich danach besser gefühlt, weil ich mich getraut habe. Und der Korb war am Ende nicht so wichtig, weil sie korbt mich jetzt für, oder Korb, ne, es kann auch einfach jetzt gerade kein Interesse sein, weil sie aus einer Beziehung kommt oder gerade sich mit jemand trifft oder was auch immer. Es gibt 1000 möglichen Gründe. Aber das Wichtige ist, der Grund ist, kann mir eigentlich völlig egal sein. Er kann mir egal sein. Ich weiß, dass sie mich nicht kennt. Ich weiß, dass sie mich nicht wirklich beurteilen kann. Und wenn sie nach 5 Minuten sagt, nee, du, kein Interesse, it's alright. Aber ich habe mich getraut. Ich habe den Schritt gemacht. Deshalb, eigentlich muss man sagen, wenn man denkt, ich finde sie interessant genug, um sie anzusprechen, dann müsste man es machen. Ich mache es auch zu selten. Sag mir dann immer wieder, John, du hast nichts zu verlieren, danach fühlst du dich, egal wie es ausgeht, besser, aber ich mache es trotzdem nicht. Aber so sind wir Menschen, glaube ich. Es gibt da keinen geheimen Cure, wo keine, es gibt da nichts, wo ich sage, das macht es mir einfacher, ne? Das zu der Bodycount-Frage. Also, ja, werde ich euch nicht beantworten. Es ist aber nicht unermesslich hoch, ne? Also davon mal abgesehen. Boah, ich habe mich mit einer getroffen. Jetzt erzähle ich ihr wieder Privatdetails. Ist schon ein bisschen her, ist schon wirklich eine Weile her. Und sie war super lustig, super nett, super, 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 super süß. Und ich glaube, sie war 19. Ich glaube, sie hatte Bodycount von 50, meinte sie. Also, es ist immer sehr schlecht, nach so einem Gesichtsausdruck dann zu sagen, jeder soll machen, was er will, aber 50 mit 19? Bruder, das ist sportlich. Sage ich so, wie es ist. Das ist ganz schön sportlich. Ja, komm.
Und dann hat sie mir von einer Story erzählt, Bruder, du glaubst es nicht. Sie, Alter, ihr denkt, sie ist die größte Schlampe der Welt. Ne? Ich weiß es nicht, erzählt. Aber ich mag sie. Mein Gott, die scheiß Spülmaschine, Waschmaschine, Spülmaschine. Bodycount 50. Ja, moin. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt mal ein paar Kills machen. Und da ist diese Hardcore-Suchmutterschaft auf Glory. Das sehe ich ja jetzt erst. Nee, das können wir nicht machen. Wir müssen leveln, doch, so leveln. Scheiße. Wir kommen nicht wirklich gut voran. Ich habe sogar noch überlegt, heute noch bam, eine kleine Jogging-Session zu machen. Late night. Denn heute war ich den ganzen Tag unterwegs am Laufen und hatte keine Kraft mehr am Ende. Fußball habe ich natürlich nicht geguckt, wegen The Zone. Kuss geht raus an The Zone, Bruder. Nee, klar. 50 Euro für Dortmund gegen Atleti. Sie war 19, da war ich 25, glaube ich. Sie hat einen höheren Bodycount als ich. Ich bin 6 Jahre älter. Und das ist schon krass. Also, das ist schon krass. Ich meine, wenn sie in dem Tempo weitermacht bis 25, ist sie dann mit 25 bei 200? 250? Ich meine, oh, das ist schon judgy. Ich will gar nicht so judgy sein. Ja, aber manchmal ist man auch judgy, ne? So, komm. Maul, Jungs. Ich muss jetzt ein paar Kills machen hier. Wird jetzt Zeit für ein paar Kills. Ja, letzter Satz zu Bodycount. Es ist scheißegal, Alter. Es ist scheißegal, was für ein Bodycount ihr habt. Ob er 300 ist, ob er 0 ist, ob er 1 ist, ob er 2 ist. Völlig Jacke wie Hose. Unnötig, sich zu vergleichen. Ich verstehe das, warum man das macht. Ich verstehe das, warum man das auch vor allem macht, wenn man noch jünger ist. Aber es ist fucking unnötig. Kills. Man, jetzt schnelle und viele Kills. So wird es hier nichts. Mann, Bruder, ich bin gegen ihn gelaufen und sterbe natürlich von diesem hässlichen Hässlo-Skin, den sich nur so Leute wie Basti holen. Ich schwöre, Basti kriegt doch schon ein Zelt, wenn er diesen Skin nur sieht. Ja, es waren zwei. Das ist halt geil an Hardcore. Wenn du dann die Kills holst, ist es sehr satisfying. Jo, Five Fat Johnny. Man muss auch schon mal, glaube ich, ab und zu ein bisschen pre-firen, damit man auch der Erste ist. Der hier. Oh, wenn man es richtig macht, dann geht's halt ab. Kleiner Freestyle. Es kann auch komplett scheppern. Nein. Ich enjoy es gerade komplett irgendwie. Ja, wahrscheinlich. Digga, er nervt komplett mit seinem Scheißskin. Schwanz. Ja, wahrscheinlich. Quad. Let's go, Tesco. Natürlich liegt er da in der Ecke. Das ist halt so, das ist so geisteskrank. Die sind halt wirklich auch hier teilweise die größten Ratten und... Ja, P ist der Schlimmste, Digga! Ich muss hier durch. Hier hinten ist einer. Oh nein, du kleine Ratte, du schämst dich nicht mal, ne? Was ist jetzt passiert? Magie. Oh. Man darf sich nicht bewegen, man muss up-aim. Arschritze. Nein, euer! Oh, kurz in die Ecke. Kurz durchatmen. Schnaufpause, verschnaufst. Ja, bin ich wieder. Stufe 14. Wir kommen dem Ganzen hier näher. Ich habe euch es gesagt. Jedes MW-Video eine Waffe auf Gold. Dann kommen wir mit großen Schritten auf Interstellar-Tarnung zu und erreichen sie kurz vor dem nächsten Black Ops-Teil. Das ist doch wunderschön. XDefiant haben wir auch wieder nichts dazu gehört, ne? Also, supi Sache, Jungs. Toll. Habt ihr gar nicht verbockt. Macht euch da bloß keinen Vorwurf. Sollte nicht sein. Ach man, Norman nervt mich auch da oben. Bruder, du nervst mich, jetzt hol ich dich. Oh. Nein, der ist wirklich ein Gegner, ne? Oh, das hat schon auch was Geiles, muss ich sagen. Oh, das hat schon wirklich was Geiles. Das hat schon wirklich auch was sehr Erotisches. Was sehr Erotisches hat das. Oh Gott! Das ist schon so wirklich Reflexe, schnell. Ich verstehe so ein bisschen gerade was, muss ich sagen. Also ich finde Hardcore immer noch furchtbar, größtenteils. Aber es hat auch ein bisschen seinen Reiz. Oder die Girls auf Hinge, ich schwöre, eine 4 von 10 verhält sich wie eine 10 von 10 auf Hinge. Jetzt habe ich es gesagt. Weil sie so überflutet werden. Weil selbst eine 4 von 10 unfassbar viel Auswahl hat. Ich habe in meiner Bio was mit Jeremy Fragrance, bla bla bla. Sie schreibt, Jeremy war früher cooler. Ich schreibe, ja, was ist bloß aus ihm geworden? Meinst du, es sind die ganzen Öle vom vielen Parfum? Sie schreibt, 2 Tage später, safe. Nichts mehr! Nur safe! Dann schreibe ich so gesprächig. Dann schreibt sie, ah, entschuldige, ich war ein bisschen gestresst die letzten Tage. Dann schreibe ich, was hat dich gestresst? Keine Antwort.
Bruder. Ja. Ich sag so, wie es ist. Über Dating-Plattformen, Männer knallen unter ihrem Potenzial und Frauen knallen über ihrem Potenzial. Es ist so. Raus, raus, raus. Jetzt ist es raus. So, 4 Level noch. Es ist 1.56 Uhr. Wir sind ja prächtig in der Zeit. Erst 47 Minuten aufnehmen. Das ist ja wunderschön, das alles zu schneiden. Das ist ja keine Arbeit quasi. Boah, Hauptquartier Underpass. Nee, komm, lass wirklich stecken. Lass komplett stecken. Ich sag mal so, Hardcore-Regel Nummer 1, lieber öfter schießen als zu wenig. Das ist die Regel Nummer 1. Oh, das hat die Welt noch nie gesehen. Ich habe 2 Schüsse getankt in Hardcore. Oh je. Pre-Intro, Upper-Red-Style. Was in dieser Folge geschehen wird. Oh, oh. Der Onkel geht hier nochmal in den Endspurt rein. Ach Gott, das ist ein Mann nochmal. Nein. 10 Abschüsse mit Durchdringung. Oh nein, wann knallt da was? Oh, liebes Lieschen, das ist unmöglich. Es ist 2.14 Uhr. 10 Operate-Abschüsse mit allen Aufsätzen. Ja, das ist, sollte easy sein. 10 Doppelabschüsse. Boah, ohne den Abschussabzug loszulassen. Das ist auch easy, aber diese Wannknall-Dinger. Oh, Gottes Willen. Doppelabschüsse. Komm, spawnt hinten. Schade. Doch, es ist spawnt hinten. Oh. Nein! Oh, die Sahne. Hardcore geht gerade komplett steil. Schade. Es gibt so wenig Wände, durch die man hier durchschießen kann. Wandknall! Oder? Naja, weiß ich nicht, ob das ein Wandknall war. Naja, das können wir knicken. Da müssen wir jetzt wieder irgendwelche Maps surfen, wo das am besten drauf geht. Und obwohl es gerade echt Spaß macht, zum ersten Mal mit Aufsätzen hier durch könnten wir vielleicht schießen. Komm durch, komm durch, komm durch. Komm jetzt. Nee. Oh Gott. Nein! Oh, Doppelabschüsse sind durch. Ja, ja, ja. Es ist nicht so einfach. Es ist nicht so einfach. Hate the way you miss me. Ja, na, 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 na. Ja, können nirgendwo durchschießen. Es sind keine normalen Wände hier. Es ist alles Stein. Stein, Beton, Beton. Tank? Ist es nicht aus irgendeiner Wars Map? Wow. Wow. Hä, yeah, wie geil. Tschüss. Der fährt sogar, würde ich sagen. Der schwimmt sogar. Hey, hi. Hey, was geht? Teammate! Ja, komm, leck mich, leck mich. Ja, also das muss ja wohl jetzt ein Wandknall gewesen sein, oder? Auch wenn es mir nicht angezeigt wurde. Maul, Maul, Maul. Mm-mm. Ist es nicht. Bruder, keine von den Maps kannst du durchschießen. Es ist doch so sinnlos. Es ist harte Arbeit. Es ist harte, harte Arbeit gerade. Oh! Oh, ein Doppelter! Oh, das war so. Oh! Jetzt Doppelabschüsse, ohne aufhören zu schießen. Also einfach durchdrücken. 10 Stück davon. Dann ist die Waffe auf Gold. Dann Feierabend. Dann 3 Uhr. Dann anfangen zu schneiden. Geile Weiber sind mein Fetisch. Ich wirke auf sie magnetisch. Letzte Woche hatte ich mal ein Meeting mit Apple. Sie wollten wissen, wie viel Geld ich gerne hätte. Ja, Lyrics von dem einst waren. Noch nie diese Map gesehen in meinem ganzen verschissenen Leben. Ja, 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 ja. Und nochmal, und nochmal, und nochmal, und nochmal, und nochmal, und nochmal. Sollten es gleich haben. Haben wir es schon? Ist es schon soweit? Ja! Oh, Gold, ich will Gold, nur noch Gold, niemals Gemüse. Meine Damen und Herren, ich begrüße euch, beziehungsweise verabschiede mich jetzt an der Stelle für heute. Wir haben Back-to-Back eine Waffe auf Gold gemacht. Wer hätte daran geglaubt? Niemand, aber ich habe euch gezeigt, wer der Chef ist. Red ist der Chef, also laber mal nicht, nimm ein paar 100 Araber mal mit, rasier die Gegner, locker easy. Oh. Zack, gib mir da ein Wäffchen. Verbesserte Drohne, ja, moin, noch verbesserte Drohne klar gemacht. Ich bin der Boss. Werde jetzt eh direkt sterben. Werde instant sterben. Oh mein Gott, Red ist der Chef, also laber mal nicht. Nehme ein paar 100 Araber mal mit. Oh Gott.
oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, die sind alle hinten. Oh Gott. Nein, die stun. Hey. Bruder, es geht hier ab. Leider haben wir gleich keinen zweiten Orbi. Und dann ist over. Gut. Ich dachte, wir machen jetzt vielleicht noch den Juke. Ich bin raus. Ach, nein, nein, nein. Wo ist die Cam? Wo filmt die Cam hin? Ach, du Scheiße. Okay, ciao, ciao, ciao. Oh, 2 Stunden Aufnahme. Oh, ich bin gebrochen. 3 Uhr nachts.